Mein Name ist Maiko Klaassen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen und zwar aus der Stadt Wesel, Quatsch, aus Schermbeck im Kreis Wesel und ich weiß nicht, ob man das kennt. Und ja, meine Aufgabe beim Musical Bikini Skandal ist die Rolle des Kommissars. Als Maiko bei der Audition die Bühne betreten hat, da haben wir uns alle drei angeguckt und sofort gesagt, hey, das ist unser Kommissar. Und als er dann noch angefangen hat zu singen, war es quasi schon klar, dass er diese Rolle kriegen wird. Wir kennen ihn ja auch schon so ein bisschen. Er war ja on Tour mal bei uns im Gloria Theater mit Harpe Kerkelings Kein Pardon. Weil ich eigentlich ein recht lustiger Mensch bin, wobei morgens darf man mich ohne Kaffee auf keinen Fall ansprechen und auch nicht diskutieren. Also von daher ist da der Kommissar dann auch eine ganze Menge bei mir. Ziemlich schlecht gelaunt kann ich morgens sein. Absolut, ja. Sein Pokerface. Dass die Leute in einem Stück lachen können, dass sie selber mitdenken können, ja auch mit zittern oder überlegen, wer war das denn? Der Mörder, der da in einem Krimi halt meistens ist. Und das gepaart dann auch noch mit tollen Melodien, den Choreografien, das ist einfach nur toll.